Berlin ist ungebrochen eine attraktive Metropole, die kontinuierlich wächst. Seit 2011 ist die Bevölkerungszunahme besonders hoch, was sich auch auf dem Wohnungsmarkt immer mehr bemerkbar macht. Bezahlbarer Wohnraum ist gefragter denn je und auch der Bedarf an Wohnungsneubau steigt stetig an. Die Politik bemüht sich um eine Lösung, doch tut sie auch alles, um für Entspannung auf dem hauptstädtischen Wohnungsmarkt zu sorgen? Zum einen hat Berlin in den letzten Jahren schon fast alle bundespolitischen Instrumente genutzt, die es gibt. Das hat aber die Situation noch nicht wirklich entspannt. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir auch auf Bundesebene initiativ sein müssen, um Mietsteigerungen wirksamer entgegenzutreten, als es bisher möglich ist. Wir müssen zweierlei tun. Wir müssen einerseits die Mieten im Bestand bezahlbar halten und wir müssen andererseits für Neubau sorgen, der bezahlbar ist für die Leute. Wenn man den Neubau einfach nur dem privaten Sektor überlässt, dann werden dort natürlich Mieten aufgerufen, auch aufgrund der Baupreise, der Bodenpreise, die für viele nicht mehr bezahlbar sind. Wohnraumförderung ist also ein wichtiges Thema. Wir müssen die Wohnraumförderung aufstocken. Wir müssen die städtischen Gesellschaften ertüchtigen, dass sie mehr Wohnungen bauen als bisher. Sie sollen im Laufe dieser Legislaturperiode 30.000 Wohnungen mindestens bauen. Das wird eine ziemlich große Herausforderung. Wir wollen auch mit Genossenschaften ins Gespräch kommen, um den Wohnungsbau dort anzukurbeln, weil auch Genossenschaften eher zu bezahlbaren Preisen bauen. Und bei privaten Bauprojekten soll durch das sogenannte kooperative Baulandmodell, also wenn Bebauungspläne aufgestellt werden für private Wohnungsbauvorhaben, dann werden die Vorhabenträger verpflichtet, 30% ihres Wohnungsangebotes zu bezahlbaren Mieten anzubieten. Also Sie merken, wir müssen ganz viele Dinge gleichzeitig tun, damit das Wohnen in Berlin bezahlbar bleibt. Wie optimistisch sind Sie, dass dieses Ziel dann auch irgendwann erreicht wird? Wir können nicht alles hier allein in Berlin regeln. Wir brauchen auch auf der Bundesebene Unterstützung und Veränderungen. Da ist meine Zuversicht zugegebenermaßen begrenzt. Dann haben wir natürlich die Situation, dass bei einem unvorhersehbaren, noch stärkeren Bevölkerungszuzug hätten wir natürlich auch Probleme, den Neubau in dem Umfang hinzubekommen. Wir werden uns stärker mit Brandenburg verständigen müssen über die gemeinsame Entwicklung der Region. Also es gibt eine Menge Themen, wo nicht ganz klar ist, dass man alles ganz schnell und einfach gelöst bekommt. Aber es ist klar, auf welchem Weg man sich machen muss. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen setzt sich seinerseits für eine soziale und mieterorientierte Stadtentwicklung sowie eine ganzheitliche Wohnungspolitik ein. Die Mieten in der Hauptstadt schätzt er im Vergleich zu anderen Metropolen als moderat ein. Positiv für Berlin ist, ganz im Gegensatz eben zu anderen Städten in Deutschland, wie zum Beispiel München und auch vor allen Dingen europäischen Groß- und Hauptstädten, dass wir sehr niedrige Mieten in Berlin haben, nach wie vor. Die liegen im Schnitt so um die 6 Euro, währenddessen die Mieten in München um 10 Euro liegen. Und wenn ich auf unsere Mitgliedsunternehmen schaue, das sind die Wohnungsgesellschaften, die Wohnungsgenossenschaften, private und kirchliche, und machen damit 40% des Mietwohnungsbestandes in Berlin aus, dann liegen diese Mieten aktuell bei 5,60 Euro. Sie sprechen die wachsende Stadt an. Das heißt, Berlin wird auch in Zukunft mehr Neubauten brauchen. Wie viel können Sie da stemmen? Also wir schätzen nach wie vor den Neubaubedarf jährlich bei circa 20.000 Wohnungen ein. Und wenn ich jetzt eben auch von unserem Anteil ausgehe, den wir am Wohnungsmarkt haben, dann denke ich, dass wir so um die 8.000 bis 9.000 Wohnungen stemmen könnten. Vorausgesetzt sind natürlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und zuallererst bei den Rahmenbedingungen sind zu nennen die Neubauflächen. Es müssen genügend Neubauflächen auch ausgewiesen werden. Die Baugenehmigungen müssen sicherlich zügig erteilt werden. Und was noch ein ganz wichtiger Faktor ist für das bezahlbare Wohnen, das haben unsere Wohnungsunternehmen vor allen Dingen im Blick, ist, dass natürlich die Auflagen nicht stärker steigen. Was Brandschutz anbelangt, was Wärmedämmung anbelangt etc. pp., da sind die Auflagen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und das hat zu einer Verteuerung beigetragen. Und insofern werben wir sehr dafür, dass zukünftig eben auch eine Folgenabschätzung erfolgt
für Neubau, wenn man sagt, was kostet das jetzt letztendlich, wenn die Auflagen an der und der Stelle so verändert werden? Und was fordern Sie konkret auch seitens der Politik, beziehungsweise wie ist Ihre Zusammenarbeit mit der neuen Koalition? Die Zusammenarbeit mit der neuen Koalition ist gut. Wir sind ja noch nicht so lange im Geschäft miteinander und es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was auch an Konzepten mit auf den Tisch gelegt werden. Man hat sich ja sehr, sehr große Ziele und starke Ziele vorgenommen und wir sind sehr gespannt darauf, was uns dort vorgestellt wird. Wir geben, ein Thema ist ja auch die Partizipation, die sehr stark noch ausgebaut werden soll. Wir begrüßen oder ich begrüße vor allen Dingen auch Partizipation sehr. Nur muss man immer auch schauen, dass sich dadurch dann eben gerade auch der Neubau nicht weiter verzögert, die Fertigstellung nicht weiter verzögert und die Kosten dadurch eigentlich auch nicht weiter stark steigen sollten. Sie plädieren ja auch für eine ganzheitliche Wohnungspolitik. Was genau verstehen Sie darunter? Dass immer auch ressortübergreifend gedacht wird. Also wenn wir zum Beispiel dafür plädieren, dass Wohnungsneubau entsteht, kostengünstiger Wohnungsneubau entsteht, womöglich ganze Quartiere entstehen, dann muss natürlich auch immer mitgedacht werden, die technische Infrastruktur, die Straßen müssen dahin, die Busse müssen dahin und ich muss Schulen bauen, ich muss Kitas bauen und ich muss natürlich dann eben, ich sag mal, wenn die eine Senatorin eben mehr Neubau möchte und die andere Senatorin ganz stark an den Umweltschutz denkt, dann müssen wir das beides natürlich miteinander in Einklang bringen. Während der BBU auf die Bemühungen aller um einen Ausbau von bezahlbarem Wohnraum setzt, kritisiert der Mieterverein die ständigen Mieterhöhungen in der Hauptstadt, die insbesondere bei Modernisierungen durchgesetzt werden. Für viele Haushalte seien die monatlichen Belastungen kaum noch zu stemmen. Besonders benachteiligt sind im Moment natürlich Haushalte, die umziehen müssen, weil man bei Wiedervermietung, also bei der Anmietung einer neuen Wohnung, erhebliche Mietaufschläge in Kauf nehmen müssen. Aus unserer Sicht ja weitgehend illegal, weil die Mietpreisbremse im Prinzip ja die Mietpreise bei Wiedervermietung auch begrenzen sollten. Aber leider wird das häufig missachtet. Das heißt, wer umzieht, wenn er denn überhaupt eine Wohnung findet, der muss mit deutlich höheren Wohnkosten rechnen. Das ist aus unserer Sicht eine Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren noch anhält. Deswegen geht es auch darum, die Instrumente zum Schutz der Mieter zu schärfen. Das heißt, welche Mieterhöhung ist noch zulässig und was können Berliner tun, wenn sie das Gefühl haben, sie zahlen zu viel Miete? Nun, wir müssen unterscheiden zwischen bestehenden Mietverhältnissen und bei neuen Verträgen. Bei bestehenden Mietverhältnissen gibt es zwei Grenzen der Mieterhöhung. Zum einen ist es die ortsübliche Vergleichsmiete, die nicht überschritten wird. Die ist dargestellt durch den Berliner Mietspiegel. Im Mai kommt dann ein neuer Mietspiegel, der Mietspiegel für 2017. Gleichzeitig darf aber auch eine Kappungsgrenze von 15% in 3 Jahren nicht überschritten werden. Und die jeweils günstigere Grenze für den Mieter gilt. Das ist die maßgebliche. Aber auch 15% in 3 Jahren sind natürlich in bestehenden Mietverhältnissen eine ganz massive Mietsteigerung. Vor allen Dingen, wenn wir berücksichtigen, dass je höher die Mieten, die Prozentsätze ja deutlich mehr absolute Steigerung möglich machen. Also das ist aus unserer Sicht ein Problem, insbesondere bei Modernisierung. Da gelten diese Regeln nicht. Da können 11% der Investitionskosten auf die Miete aufgeschlagen werden, wenn denn sonst alles richtig gelaufen ist. Auch das ist ein deutlicher Mietpreisanstieg, den viele nicht verkraften können. Beim Neubau, bei den Wiedervermietungen haben wir die Mietpreisbremse als Grenze. Da gilt, dass die Miete 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht überschreiten darf. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist auch hier wieder über den Mietspiegel dargestellt. Aber es gibt eben eine ganze Reihe Ausnahmen von der Mietpreisbremse. Zum Beispiel kann die höhere Vormiete, die also ein Vormieter gezahlt hat, Bestand behalten, obwohl sie über der Mietpreisbremsenkappung liegt. Gibt es in Berlin überhaupt noch Bezirke, die bezahlbar sind? Es gibt in Berlin nach wie vor ein Gefälle, insoweit als tatsächlich am Stadtrand, vor allen Dingen im Ostteil der Stadt, aber auch im Norden, Reinickendorf oder Spandau im Westen, das Mietpreisniveau insgesamt natürlich noch deutlich niedriger ist. Was wir aber dort auch nicht mehr haben, ist Leerstand, sodass auch dort die Anmietung einer Wohnung schwerfällt. Allerdings ist das Mietniveau natürlich in diesen Bezirken auch wegen der Art und Weise der Gebäude doch deutlich niedriger als in der Innenstadt. Gleichwohl sind die Steigerungsraten dort enorm. Das heißt, auch für eine Wohnung in Marzahn-Hellersdorf oder Spandau müssen heute im Schnitt bei Anmietung einer Wohnung mehr als 7 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch gelegt werden.
Sind die Mieten in Berlin vergleichbar mit denen in London zum Beispiel? Nein, auf keinen Fall. Wir haben natürlich in Berlin wegen des insgesamt niedrigeren Mietniveaus bei den bestehenden Mietverhältnissen ein Mietniveau, was noch erheblich von dem von London oder Paris abweicht. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Wir wollen ja, dass Berlin eine bezahlbare Hauptstadt wird, und damit müssen wir alles dafür tun, dass diese Verhältnisse von London oder Paris eben bei uns nicht Wirklichkeit werden. In Paris zahlt man im Zentrum 37 Euro im Durchschnitt pro Quadratmeter für eine Wohnung. Das Ergebnis ist, dass viele Leute sich eine Wohnung gar nicht mehr leisten können und sich nur noch Zimmer erlauben können. Und der Wohnflächenkonsum also aus unserer Sicht bedenkliche Formen in Paris angenommen hat. Das kann sicher nicht unser Ziel sein. Und welche Maßnahmen fordern Sie auch konkret von der Politik, um bezahlbares Wohnen in Berlin möglich zu machen? Nun, wir brauchen zum einen preisgünstigeren Wohnungsneubau. Was bislang gebaut wurde, hilft uns da einfach nicht weiter. Das sind im Wesentlichen hochpreisige Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen. Wir brauchen aber preisgünstigen Wohnungsneubau, damit Mieter aus anderen bislang noch einigermaßen preisgünstigen Wohnungen auch in diese einziehen können. Da fehlt uns im Moment tatsächlich noch das Angebot. Das wird zwar im Moment besser, weil städtische Wohnungsunternehmen zunehmend auch sozialen Wohnungsbau errichten, aber das ist gemessen an der Nachfrage natürlich viel zu wenig, weil wir ja pro Jahr in den letzten Jahren 40.000 Personen mehr in Berlin hatten und die Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen, insbesondere der Sozialwohnungen, bislang geradezu vernachlässigbar ist. Wir haben in 2015 und 2016 mal ganz rund 180 neue Sozialwohnungen bekommen. Das ist natürlich gar nichts. Insofern ist das aus unserer Sicht überhaupt noch nicht zufriedenstellend. Und deswegen brauchen wir hier mehr Engagement, zum Beispiel auch durch eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, wo möglicherweise doch Vermieter gefunden werden, die wegen öffentlicher Förderung auch bereit sind, stärkere Mietpreis- und Belegungsbindung einzugehen. Ausreichender und vor allem bezahlbarer Wohnraum, das wünschen sich alle Berliner. Dennoch dürfte die Lage auf dem hauptstädtischen Wohnungsmarkt den Schätzungen des Mietervereins zufolge auch in naher Zukunft weiterhin angespannt bleiben.